Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Es hört hier übrigens nicht mehr lange, denn wir sind bald verheiratet. Und zwar am 5. Juni sind wir ja beim Standesamt und es ist jetzt der letzte Monat, der jetzt beginnt, quasi unverheiratet. Und ich bin super aufgeregt, wenn ihr irgendwie was Bestimmtes sehen wollt, dass wir einen Vlog an den Tag drehen oder irgendwelche Videos noch vorher machen, dann schreibt die unbedingt mal in die Kommentare. Und worum es heute geht, ist nämlich, Glückskekse bestimmen 24 Stunden unseren Tag und das bedeutet, wir haben Glückskekse, werden die aufknuspern, aufbrechen, aufessen. Nein, jetzt zum wichtigen Teil und da drin steht dann eine Aufgabe für uns. Und die Aufgabe, die habt ihr entschieden, also beim Fragensticker habt ihr einfach wild drauf losgeschrieben, was da drin stehen soll. Ich habe mir die dann rausgesucht, ich weiß aber nicht mehr, was da drin steht, ihr kennt das ja. Und ja, ich würde sagen, wir würden jetzt den ersten Glückskeks. Willst du, wer fängt an? Ich. Okay, na gut, dann kein. Okay. Leute, wie viel Verpackungsmaterial willst du uns senden? Die Glückskekse so, ja. Ja. Wartet mal. Okay, gut, dann such dir mal einen raus. Ich weiß nicht, wie viele da sind. Ich glaube, das sind 12 Stück oder so. Ich muss mich konzentrieren. Ich würde so lachen, wenn da jetzt irgendwas Schlimmes drin steht. Ich mache jetzt, ja? Ja. Oh nein. Oh Gott, das ist was Schlimmes. Ja? Mach 10 Liegestütze! Zeig mal. Aber du hebst meinen Keks auf. Den kannst du jetzt essen. Nee, danach. Wie soll ich die Liegestütze schaffen? Mach 10 Liegestütze. Hier. Hier. Mach 10 Liegestütze. Willst du die Hälfte? Nee, ist ruhig. Nee, nein, ich hab nachher schon genug. Und wie schmeckt's? Probier. Nein, sag mal, wie schmeckt. Lecker. Hast geschafft, Bubu. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr unfit. Liegestütze kann ich wirklich nicht so gerne. Kriege ich keinen Chaka? Ja, doch. So, jetzt gehen wir erstmal los und wir werden auf dem Weg heute verteilt ein paar Glückskekse essen und die Aufgaben da drin machen. Wir sind nämlich mit meiner Schwester und mit ihrem Freund heute im Shoppingcenter verabredet. Also wir sind, die warten schon unten. Wir gehen jetzt erstmal zur Corona-Teststation, werden uns alle testen lassen. Mit so einem tagesaktuellen Test kann man den ganzen Tag lang da einkaufen gehen. Genau. Und wir waren schon so lange nicht mehr einkaufen. Nessie hat doch mal einen halben Keks gegessen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Einkaufszentrum. Wir sind alle negativ. Wir haben das Ergebnis überschnell bekommen. Und ich überlege jetzt, ob ich den nächsten Glückskeks esse. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, was da rauskommt. Aber ich hätte mir jetzt einen raussuchen. Ich habe ein bisschen Schiss, was da drin steht. Okay. Ich knack auf oder du knackst ja, auf? Du knackst auf. Okay. Mit. Danke. Okay. Ich habe... Du darfst 24 Stunden nur eine Socke tragen. Oh. Ja, Leute, ich habe keine Socken an. Ich habe nur Strumpfhosen an. Also kann ich das leider nicht machen. Seht ihr, Leute? Ich habe hier eine Strumpfhose an. Da sind leider keine Socken drin. Und deswegen kann ich leider keine ausziehen. Gut, zieht sich da gerade um. Wir haben uns jetzt so zwei, drei Sachen hier rausgeholt. Aber mir hat leider nichts gepasst. Also es sah wirklich unterirdisch bei mir aus. Vielleicht hat der Bube mehr Glück. Wir haben uns jetzt, also Bube hat sich jetzt diesen Stapel an Klamotten mitgebracht. Genau, den ziehe ich jetzt mal über und wenn was Cooles dabei ist, zeige ich es euch. Das wäre übercool. Aber ich finde die Sachen sehr schön. Auch das Kleid hier finde ich sehr schön. Und Ina wird jetzt hier gleich nämlich sich einen Glückskeks gönnen. Ich habe auch Hunger, also passt gut. Also das hat sich Bube jetzt ausgesucht. Das nehmen wir mit. Wir teilen uns ja sowieso immer alles. Und diese Jogger, die passen uns leider nicht. Aber jetzt, Bube, erstmal das Wichtige zuerst. Okay, dann mach mal auf. Ich bin richtig gespannt, was drin ist, oder? Den ganzen Tag bei seinem richtigen Vornamen nennen, Vanessa. Du musst mich die ganze Zeit Vanessa nennen. Ja, Vanessa. Oh nein, wie schrecklich. So, Vanessa. Das ist richtig schlimm für mich, weil ich hasse das, wenn du mich mit Vornamen nennst. Mit Vanessa meinst du? Ja. So, Leute. Ich bin jetzt mit meiner Freundin Vanessa an der frischen Duft. Wir haben uns jetzt ein Wasser geholt und ich habe meine Sachen geholt. Möchtet ihr wissen, wie viel ich gezahlt habe? Ich informiere euch, 79,09 € und bei Laura ist was schief gelaufen. Sie hat nämlich, also sie wurde doppelt abgekostet, obwohl sie sich einen Teil geholt hat. Deswegen gehen die das jetzt gerade nochmal klären und wir warten einen Moment. So, Nessie, ich würde sagen... Oh Gott. Was? So, Vanessa, ich würde sagen... Oh, ich dachte, ich habe eine Spinne hier oder so, Alter. Das ist doch nicht, oh mein Gott. Es ist jetzt Zeit für deinen nächsten Glückskeks. Okay. Hier ist er. Ich habe ein bisschen Angst. Gepackt. Okay. Und... Wir haben... Schreibe deinen letzten 10 Kontakten auf WhatsApp, dass ich groß muss. Oh mein Gott. 10 gleich. Wow, das ist viel. Oh, wie peinlich. Ja. Ich muss mein Handy, hast du das? Ich hab's. Okay. Das ist überunangenehm. Ja. Meine 10 Kontakte, meine letzten. Wer sind deine letzten 10 Kontakte? Das ist einmal Niklas. Mhm. Ich muss...
So, warte. An 10 Leute verschicken. Oh, mit dem Smiley geht's aber. Ja. Der dritte Chat ist unsere Hochzeitsgruppe mit unserer Wedding-Plannerin. Dann an Michelle Cooper. Und an meine Schwester. Die wird sich freuen. Und jetzt habe ich es gerade bekommen, die Nachricht. Und an Anna. Okay, der erste Mensch hat schon geantwortet. Hier. Ich muss, ne? Und dann kam so die Nachricht. Warte, ich muss. Und jetzt kam die Nachricht. Alles okay? Oh Mann, wie peinlich. Anna hat gerade geschrieben, hahaha, was? Mal ganz kurz, ich habe nur 2 Antworten bekommen. Einmal von Niklas und einmal von Anna. Mehr Leute haben mir auf meine Nachricht nicht geantwortet. Und nachdem ich wirklich, es war so peinlich, ne, Bubu? Wir haben echt noch welche geschrieben, was mit mir los ist. Ja, sie muss das dann erklären. Also sie ist ganz schön ihren Erklärungsmuss geraten. Das ist mir so unangenehm, wirklich, das ist mir so unangenehm einfach. Warte, hier ist ein Haar. Okay, also, ich bin jetzt dran. Ich hoffe, du kriegst jetzt was richtig Unangenehmes. Ich wünsche es dir so. Oh, war nicht so gemeint, Vanessa. Hast du einen? Ja. Ja, ich frag, du hast einen in der Hand und ich sag, du hast du einen. Richtig schlau. Ich mach's. Den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen. Wir schauen jetzt nach dem Schlafanzug für Ina, den sie dann hier direkt kaufen. Ich darf ihn bezahlen, hat sie gerade schon gesagt zu mir. Ich hab gesagt, Nessie wird meinen Schlafanzug bezahlen und ich werde ihn dann direkt anziehen. Ja, und den ganzen Tag anlassen. So dann auch bleiben, ne? Ich habe ein bisschen mit Sprache recht, ne? Ich finde, ihr seht es schon, vielleicht hier irgendwo in der Ecke, vielleicht ein bisschen nach Schlafanzug aus. Mal gucken. Hoffentlich. Oh, ist ein bisschen kalt. Ja, es ist ein Schlafanzug und hier ist noch ein bisschen Oberteil. Längere Hose. Guck mal, die sehen ein bisschen länger aus. Okay, dann nehmen wir die bunte. Oder? Ja. Also es ist ja angeblich Schlafsachen. Und hier oben ist, glaube ich, noch das passende Oberteil dazu. Sieht ja cool aus. Ja. Gut. Schatz, hast du den Schlafanzug? Ich habe jetzt meinen kurzen Schlafanzug bei 8 Grad. Leute, mein Schlafanzug hat mir jetzt Bubu geholt. Ich werde den jetzt anziehen. Hab ich mir direkt schon gekauft, direkt. Guck mal. Ich bin fertig. Oh mein Gott, siehst du süß aus. Ach du meine Güte. Mein Schlafanzug, ich bin jetzt schon fertig für ganz nach heute Du siehst Abend. Richtig süß aus. Fällt's auch. Wirklich, es sieht wirklich auch ganz toll aus. Also ich hätte jetzt zwar keinen Bock, bei 8 Grad damit rauszugehen und jetzt damit die ganze Zeit rumzulaufen, aber es sieht hübsch aus. Leute, es passiert jetzt wirklich. Ich habe meinen Schlafanzug an, der kurz ist und ja, es ist echt richtig kalt, aber ich habe ihn jetzt auf jeden Fall an und wir holen jetzt noch eine Kleinigkeit an Kosmetik. Dann müssen wir ganz kurz noch Klopapier kaufen und dann sind wir auch für heute fertig. Oh. Ja. Du im Schlafanzug. Ich habe jetzt meinen letzten Glückskeks hier. Okay, oh, die Sonne, Leute, das Wetter ist echt die letzte wild. Aufgabe für heute. Okay, ich bin gespannt. Ja. Bestell ein komplettes Outfit für den anderen und bezahle es. Hammer! Hä? Wir waren gerade einkaufen. Also jetzt noch, ich hab. Warum? Okay, super. Und zwar habe ich auch einen Wunsch. Nö. Achso, ohne Wünsche? Nö. Ah, okay. Keine Ahnung. Okay, Vanessa, dann würde ich sagen... Weil für den anderen heißt ja, dass du es dir wahrscheinlich aussuchen darfst. Wir waren gerade den ganzen Tag einkaufen, ja? Ich habe jetzt und auch jetzt mal... kannst du dir auch noch so Krönung ein komplettes Outfit kaufen. Wollen wir einen Deal machen? Was ist? Wir suchen uns beide ein Outfit ja, aus. Ja, ich kaufe es dir ja sowieso am Ende. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, du suchst dir ein Outfit raus, legst es in den Warenkorb und... Vielleicht näh dich mit mir, okay? Ja, bin ich. Hast du dir was ausgesucht? Weil ich frage erst, ob es okay ist. Folgende Sachen würde ich gerne haben. Zeig doch jetzt mal. Ich will dir sagen, einmal ein Nike-Kleid. Ja, das? Und dann ein paar Schuhe. Ja, also für 139,90. Also ein Kleid und ein paar Schuhe. Das ist schon teuer, die Schuhe. Ja, aber das ist ein ganzes Outfit. Guck mal, so sehen die Schuhe aus. Findest du gut? Ja, die sehen hübsch aus. So Gold, ne? Ich liebe Gold. Sieht bestimmt richtig hübsch aus. Und soll ich hier L nehmen, denkst du, oder M bei dem Kleid? Naja, wenn ich es auch tragen soll, damit es von der Länge passt, wäre eine L natürlich ganz lieb. Dann nehmen wir natürlich eine L. Sollen wir das da eher in Weiß nehmen oder eher in Creme? In Weiß. Ach so. Wir haben übrigens noch 6 Glückskekse, glaube ich, übrig. Werden wir dann auf jeden Fall nochmal, also entweder machen wir nochmal ein Video, aber weiß ich jetzt nicht. Oder TikTok. Oder TikTok. Ich finde es so cool, das war wirklich... kreativ und sonst hätte ich dieses ultra coole Schlafset nicht bekommen. Erst dachte ich so, ob es wirklich so cool ist. Es ist ganz weich in, guck mal. So, das Video ist jetzt zu Ende. Hoffentlich hat es euch gefallen. Es ist jetzt hier schon abends bei uns, es ist schon dunkel. Hattet schon fast um 9. Genau, wir werden jetzt noch ein paar Sachen fertig machen. Dann hauen wir uns vor die Glotze. Ja. Und wenn morgen vielleicht schlafen gehen. Genau, wir haben euch ganz, ganz, ganz
doll lieb. Lasst gern einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, Aufgaben für uns reinschreiben, die wir einfach mal so machen sollen. Würde uns mega freuen und wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.